Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht, zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindersfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindersfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal haben wir uns den Ort des Kataklysmus angesehen und haben herausgefunden, was mit Ciri passiert ist, bevor sie nach Velen kam. Und ja, dann haben wir von Moissac erfahren, dass die wilde Jagd, nachdem sie ja scheinbar Ciri dort gejagt hat, auch hier auf Hindersfjall in Lofoten gewesen sein soll. Und dementsprechend sind wir jetzt hier in Lofoten und wir sehen schon, ja, das sieht so aus, als wäre die wilde Jagd tatsächlich hier gewesen. Und da vorne scheint eine Versammlung zu sein, aber wie Yennefer sagt, für Gespräche über die wilde Jagd ist eigentlich nie ein guter Zeitpunkt. Vor allem, wenn die scheinbar hier durch dieses Dorf gezogen ist. Die scheinen irgendeine Art Kreis zu haben da, naja. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Nun gut, und zwar reden wir erstmal über das, was hier passiert ist. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Eigentlich geht's uns ja nicht um die wilde Jagd an sich, sondern um Ciri. Aber ganz ehrlich, wenn es um die wilde Jagd geht, beziehungsweise wir müssen alles wissen, was es mit der wilden Jagd auf sich hat. Von daher würde ich sagen, auch wenn es wahrscheinlich schwer für die Arme ist. Sprich weiter. Ich rannte nach draußen, um Hilfe zu holen, um Leif zu holen. So viele Tote. Jule, Ingvar, Klein Necki. Wohin sind die Reiter verschwunden? Sie sind zum Meer. Durch die Klamm. Auf Pferden aus Knochen. Knochen und Eis. Und... Schluss jetzt! Komm zur Sache! Sofort! Ja, ja, ist ja schon gut, mein Gott. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem... dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Der Feigling? Okay, das klingt interessant, aber mich würde viel mehr interessieren. Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Irgendwas? Nur daran, dass sie müde aussah. Sehr müde. Und sie hatte nasse Haare. Großartig. Nun wissen wir, dass sie gebadet hat. Was für ein Fortschritt. Tut mir leid. Der Feigling. Entschuldigung, der Feigling. Der Feigling hätte euch mehr sagen können. Okay, und wo finden wir den? Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde.
Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Aha, ein Feigling, der gegen jemanden kämpft, das, ja, klingt doch irgendwie seltsam, oder? Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Ja gut, ich hab's ja schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen. So ganz sinnvoll sind diese Gesetze der Skelliger wirklich nicht. Gut, aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Fragen. Dieser Morgwag, den der Feigling jagen sollte. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Hm, die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Naja, gut. Wir könnten uns natürlich was wegen Morgwag einfallen lassen, aber eigentlich... Ich bin nicht zum Arbeiten hier. Das dürfte Morgwag nicht kümmern. Monster treiben sich rum, wann und wo sie wollen. Gut. Wenn er mir vors Schwert läuft, kämpfe ich gegen ihn. Aber nur dann. Nun gut, und dieser heilige Garten, wo ist er denn genau? Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Na gut, dann machen wir uns mal auf dahin und gucken mal, ob wir den Feigling noch finden können. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Natürlich. Na gut, dann mal auf zu diesem Garten. Hoffen wir mal, dass der Typ noch lebt. Und die halten ja wahrscheinlich irgendeine Trauerfeier für die Toten ab, die hier gestorben sind. Aber na gut, da können wir jetzt natürlich nicht viel gegen machen, dass die Leute hier gestorben sind. Auf geht's in den Garten der Freya. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Auf jeden Fall sind hier irgendwo schon Erscheinungen. Das habe ich genau gehört. Aber gut, bei dem, was hier passiert ist, ist das auch durchaus verständlich, wenn hier Erscheinungen rumfliegen, ne? Na gut. Hier rechts muss irgendwo, das muss dieser Garten sein, von dem die gesprochen haben. Freya ist ja quasi die Göttin, die hier verehrt wird auf den Skellige Inseln. Das muss Morgwag sein. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Hm,
Also ganz ehrlich, bis auf die Statur wirkt er eher... Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Wirkt er eher erbärmlich als... Also, wirklich ein Monster. Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Witterung? Das klingt ein bisschen komisch, aber okay. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Bitte was? Wirklich keine Einwände, kein, wir machen es, wie ich sage. Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr umgänglich sein. Ah ja. Dann sieh mir in die Augen. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kaer Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. Na gut, schauen wir mal, okay. Aber um das Blut zu sehen, muss man jetzt keine wirklichen... Hexersinne haben, aber vielleicht ist das auch nicht das Blut des Feiglings direkt, sondern eher das da. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Gut, aber ich muss sagen... Müsste mich zu ihm führen. Das müsste man theoretisch auch sehen können, oder? Was haben wir hier noch? Da unten ist etwas. Ich kann es nicht erkennen. Na gut, dann folgen wir mal den Blutspuren. Und hier haben wir Fußspuren. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Na gut, der wollte, auch wenn er hier Morgwag jagen sollte, dem wahrscheinlich nicht früh begegnen, sag ich mal. Okay. Hier führen seine Spuren entlang und irgendwas... Ach Gott, Wölfe. Dann komm mal her. Boah, komm schon. Na, so. Zack, zack. Na gut, wo sich Werwölfe rumtreiben, sind Wölfe meist auch nicht weit. Das stimmt. Aber gut, mit denen werden wir ja gerade so noch fertig. So, und dann folgen wir der Spur mal weiter. Und hier ist ein Toter. Aber das ist... Ist das der Feigling? Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein. Der liegt schon länger hier. Was? Also, ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Außerdem der führen... Wind heult. Die Spuren des Feiglings hier ja weiter und hier haben wir scheinbar Spuren von Morgwag. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Wahrscheinlich den Typen da. Aber gut, wir uns interessieren ja jetzt nicht die Spuren von Morgwag, sondern die des Feiglings. Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Genauso wie diese Wölfe jetzt. Na kommt er. Zack, zack. Okay, diesmal ist es ein etwas größeres Rudel. So, der ist wäre erledigt. Jetzt erledigen wir schnell den da. Sehr gut. Und jetzt bist du erledigt. Ach, guck mal, da oben steht sie ja. Hallo, du hättest mir auch mal helfen können, verdammt. So, hier haben wir die Spuren. Hier war der Kampf, genau. Warte mal, irgendwo war doch hier noch ein Wolf. Wenn wir schon da sind, können wir auch alles mitnehmen. So, wo ist der Feigling? Ist er dann hier weitergekommen? Ja, tatsächlich. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Ja, da hatte er dann wohl doch... Das passt jetzt schon eher zu einem Feigling. Das Blut des Feiglings. Okay, hier ist er dann also Morgwag begegnet und ist gerannt. Um sein Leben natürlich. Bis... Hier. Klauenspuren. Der Feigling hat Morgwag die Tür vor der Nase zugeworfen. Hast du was gefunden? Spuren. Führen direkt zu einer verschlossenen Tür. Ich glaube, du kommst dran vorbei. Diese Spuren müssten mich zum Feigling führen. Oder zu seiner Leiche. Na gut, hier haben wir Morgwags Spuren, aber wie ist der jetzt weiter? Der wird ja auch nicht hier oben lang gekommen sein. Was haben wir da denn noch? Noch mehr von Morgwag? Morgwag gibt nicht so einfach auf. Kommen wir hier rein? Nee, ist auch abgeschlossen. Okay,
Ist er dann hier oben vielleicht entlang? Nee, sieht eher so aus, als wären wir hier wieder beim Garten. Ja, nee, hier scheint er nicht lang zu sein. Das da unten waren nur... Ja gut, das waren die Spuren. Wo waren denn die Spuren, die wir vorhin hatten, als Morgwag plötzlich losgerannt ist? Hier. Wo führen die denn hin? Vielleicht kommen wir dadurch weiter. Okay, an dem Baum vorbei. Okay, jetzt wird's schwer. Jetzt überlappen sich die Spuren ein bisschen. Hier gehen Morgwags Spuren auf jeden Fall lang. Ja, da vorne sind auf jeden Fall Wölfe. Und Morgwags Spuren scheinen hier auch lang zu führen. Okay, wir sind hier, glaube ich, ganz gut. Vielleicht kommen wir hier irgendwo an. Da ist auf jeden Fall noch ein Toter. Aber das wird dann ja wahrscheinlich auch nicht der Feigling sein. Der ist ja gar nicht lang gekommen. Ah, perfekt. Da sind die Spuren wieder. So. Okay, die Frage ist jetzt... Da müsste irgendwo diese Tür sein, durch die der Feigling gekommen ist. Diverse Spuren. Alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Okay, aber das Lager selbst interessiert uns ja eigentlich nicht. Aber vielleicht finden wir bei ihm ja raus, wo der Feigling ist, falls er ihn erwischt hat. Okay, und was haben wir hier? Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Okay, eine Schleuse. Okay, darüber müssen wir. Dort ist wahrscheinlich die Tür irgendwo, die wir suchen. Alles klar, also ein Hebel. Ah, okay, der wählt das Schleusentor aus und einer, der es bedient. Ah, perfekt. Okay, jetzt ist das Schleusentor offen. Vielleicht kommen wir da ja irgendwo weiter. Und einmal rein hier. Ich dachte, hier wären gerade Spuren gewesen, aber ich glaube... Ganz ruhig, Geralt. So, dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen im Endeffekt. Und hepp, auf jeden Fall haben wir hier wieder eine Leiter. Okay, Spuren. Irgendwo Spuren. Hopfendolden. Sehr gut. Da ist auf jeden Fall ein Häuschen. Vielleicht hat sich der Feigling ja darin versteckt. Mal gucken. Was haben wir denn da? Ach, komm schon. Eine Tür. Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Mhm. Oh, ein Symbol von Freya. Wo? Einige Tote. Einige Tote. Wo ist denn hier ein Symbol von Freya? Wenn ich mal ganz ehrlich fragen darf, aber na gut. Unberührt, nichts gefressen. Morgwag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Ich bin zurück. Ich komme immer zurück. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Eigentlich bin ich nicht zum Plaudern hier, aber auf der anderen Seite vielleicht erzählt er uns ja was über den Feigling. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan hab? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte, als ob ich Feuer geschluckt hätte, als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie.
In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Ja, okay, die Frage ist, erwartest du Mitleid? Wir wissen ja, was das für ein Typ ist und warum er verflucht wurde. Von daher... Du erwartest Mitleid von mir? Nein, du sollst ja verstehen. Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Na, das wollen wir ja erstmal sehen, mein Freund. Okay, er rennt erstmal weg, dann rennen wir erstmal hinterher, würde ich sagen. Wo will der denn hin, verdammt? Jetzt komm mal her, Freundchen. Wenn du schon kämpfen willst, dann komm schon her. Zack, na komm. Verlieren wir den. Hier ist nicht ganz so gutes Terrain, glaube ich. Ah, guckt mal, da ist die Tür, die wir suchen. Komm her, Freundchen. Ah, du brennst erstmal schön. Also zum Kämpfen ist ja echt nicht das beste Terrain. Ah, verdammt, ich wollte ihn mal kontern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht ganz so gut. So. Zack, zack, zack. So. Das war's mit dir, mein Freund. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Okay, also wenn das stimmt, was er sagt, kann man ihn scheinbar nicht umbringen. Das war wohl der Grund, warum die ihn da anketten wollten. Weil sie wussten, dass sie ihn nicht umbringen können. Ist wohl ein Teil dieses Fluches. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Fragen. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? No, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen. Naja gut, dann kommen wir mal zu einer anderen Frage. Und zwar, du hast gerade von einer Belohnung geredet. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst. Naja gut, wir gucken mal, aber mich würde erstmal interessieren, also scheinbar kannst du ja nicht sterben und gut, ich meine, Werwolf ist natürlich keine schöne Form, jeder will einen umbringen, aber wenn man nicht sterben kann, ich meine, ist ja nichts Schlimmes, oder? Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren.
Hilf! Sonst komm ich zurück und reiß dich in Stücke. Naja, gut, ich kann ja mal gucken, was wir machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die Leute hier wollen ja im Endeffekt auch ihren Garten wahrscheinlich irgendwann mal wieder haben, ne? Von daher... Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh! Ich rate dir gut! Na gut. Okay, wir könnten ihn jetzt füttern, aber wenn das stimmt, was er sagt, bringt's nichts. Wir könnten ihn erledigen, aber wenn das stimmt, was er sagt, bringt's nichts. Von daher... Leb wohl. Bis bald. Außerdem, ja, stirbt er jetzt sowieso an seinen Wunden. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Und dann nehmen wir mal das Zeug mit. Und ist das eine... Okay. So, wo ist denn jetzt die Tür? Da ist die Tür. Ah, und guck mal, genau. Die hat der Feigling verschlossen und hier ist er weitergelaufen. Und zwar... Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Na, dann schauen wir doch mal rein. Ich hoffe mal, wir können da unten landen. Wurzeln. Kann die nicht direkt unter Yen? Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Bin dabei, da scheint sein Blut zu sein. Das heißt, er hat sich weiter hier lang geschleppt. Aber vielleicht lebt er dann ja tatsächlich noch. Er scheint dem Morgwag ja entkommen zu sein. Na, sieht nicht so aus. Der ist wohl hier verblutet, wie es aussieht. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Okay, ich vermute mal, sie will damit irgendwas machen. Ansonsten wäre es eine sehr seltsame Frage. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen. Auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Ja gut, ich sag mal ganz ehrlich... Der Vergleich hinkt etwas, wenn wir mal ganz ehrlich sind, denn... Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Gut, wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Von daher, wir haben eh keine Wahl. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Ja gut, was heißt Schwachstellen? Die Sache ist, wenn du dem Garten seine komplette Energie entziehst, naja, das könnte auch einige Folgen haben, ne? Ich suche keine Schwachstellen, sondern denke an die Folgen. Und du? Machst du das jemals? Nein. Geralt, ich sag's noch einmal. Wir haben keine Zeit. Ciri hat keine Zeit. Mhm. Na schön, dann schmoll eben. Ich mach den Rest.
Selene, Selene, Defrain! Selene, Selene, Davida! Von Lofoten. Nein, ich habe einen Namen. Sial. Du bist im Kampf gestorben, deine Herr. Komm, darum geht's jetzt hier ehrlich gesagt wirklich gar nicht. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Fast ertrunken!